Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Let's Play Minecraft Staffel 6 Folge 338. Oh, das wollte ich gar nicht. Schwung die. Ui, das schaut ja lustig aus. Macht das viel Schaden? Guck mal, die machen das aber nur einmal. Also, wie schaut, macht das gar nicht. Aber es schaut lustig aus, auf jeden Fall. Mal sehen, ob ich so einen Shot hier mal fotografieren kann. Sehr schön. Jetzt habt ihr es auch gesehen, die Partikel. Ballap, ballap, ballap. So, wir halten unser Schwert wieder bereit für eventuelle Gegner-Rhinos. Glaube ich schon in Folge 338. Wir sind schon wieder sehr nah. Upp. Nicht so schnell laufen und auf deine Umgebung achten. Ja, guck mal, der Enrico ist jetzt auch schon da. Wow. Volles Haus hier. Volles Haus. Und wir setzen unser Boot in Fahrt. Zwanzig Kilometer haben wir noch. Haben wir doch schon mal 13 geschafft. Also der Hälfte, kann man schon sagen. Wenn man das mal so rechnet, bin ich so in Folge 340 bei Sonnenschein. Sagen wir mal 42 oder 43. Sagen wir mal 43. Ich möchte mal gerne wissen, ob ich hier außen rum irgendwie komme, weil das irgendwie günstiger für mich ist. Weil guckt jetzt hier. Ja. Schaut auf jeden Fall günstiger aus. Hier drüben ist Schwarzeichenwald und Birkenwald. Und vor mir ist eine Wüste. Ist das eine Wüste? Ich sehe ja keinen Kaktus. Doch, da ist einer. Das ist eine Wüste. Es könnte auch Strand gewesen sein, aber ich sehe es auf der Minimap, das ist definitiv kein Strand. Und ihr seht es ja auch, wir sind gar nicht mehr fast 19,5 Kilometer von ihm entfernt. Und die Zahl schwindet auch mit jeder Sekunde. Da ist eine Insel. Sehr schön. Meine Tastatur leidet auch gerade irgendwie zur Zeit. Ist immer so smooth, wenn ich das so mache. Wenn ich so mache, ist es nicht smooth. Wir laufen gleich auf hier Berg. Ich weiche nämlich mal ein bisschen aus. Ist das die falsche Richtung? Ich weiß es nicht. Irgendeine muss ich ja ausweichen. Kommt eine schöne Wüste. Und auch wenn jetzt hier ein Tempel kommt oder irgendwas, ich werde diesen Tempel nicht besuchen. Definitiv nicht. Weil das ist ja fremdes Gebiet von mir. Von mir, vom Sonnenschein. Da möchte ich nicht drauf eingreifen. Es sei denn, er erlaubt mir das im späteren Verlauf, wenn ich ihn frage. Oh, guck mal hier. Mit diesen Effekten. Wenn man hier ein was runterholt. Guck mal, das ist alles einsturzgefährdet hier. Wenn ich hier. Das staubt schon. Alles einsturzgefährdet. Das ist eine schöne Animation, muss ich ehrlich zugeben. Haben sie gut hinbekommen. Eine wunderschöne Animation. So, dort hinten schaut es aus wie Fluss. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er irgendwo im Tempel ist.
Und hinten ist wieder Ocean. Können wir uns da wieder ans Boot setzen. Und ja, ich bin ein bisschen hektisch. Ich will so schnell wie möglich ans Ziel kommen. Oh, das war ein Zettel. Und das ist kein Ozean. Das ist ein See. Hier drüben ist Ozean. Ja, das ist definitiv Ozean. Wenn ich mich anschaue, ja, sind wir schon fast hier drüben wieder. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das ein Meer ist hier. Das könnte ein Meer sein. Ich kann doch nur essen, wenn wir stehen bleiben. Also das haben sie nämlich auch geändert. Im Boot kann man jetzt essen. Finde ich super. Aber man sieht jetzt auch seine Hungeranzeige. Ist eigentlich sehr gut gelöst, sowas. Da drüben sind sehr viele Blumen. Ich hätte das wie ein Blumenbiom, eine Blumeninsel. Das Zuckerrohr ist eine Wüsteninsel, wollte ich gerade sagen. Ach nee, hier ist wieder Festland. Wenn, dann ist es eine große Insel. Aber nein, das ist definitiv Festland. Sowas hätte man sich in der 1.8 nicht getraut. Da haben wir nämlich zerschellt. Zumindest servertechnisch. Singleplayer aber auch. Alter, was ist denn hier los mit der Zoom-Taste hier? Die habe ich auf C gelegt. Wenn ich die nur ganz leicht drücke, da passiert das ja. Eieiei. Wie so ein. Wie nennt man das? Na, fällt mir bestimmt noch später ein. Ah, hier ist wieder ein Luftloch. Wo ist das Erde? Konnte ich gerade nicht so einschätzen. Muss ich mir noch mal in der Aufnahme angucken. Davon ist definitiv Festland. Ich etwas wieder ausweichen. Ja, das schaffe ich jetzt gute Kilometer in dieser Folge. Oh ja, ich habe ein bisschen zu schroff gelenkt. Ich habe gerade irgendwas gesehen, irgendwas Markantes. Nein, ne? Nicht, dass ich wüsste. Ich feuer mal außenrum. Diese Landzunge. Hier ist Gras. Ist hier Graslandschaft? Also wir kommen ja definitiv irgendwie rüber. Ja, die Savanne. Ja, ja, ja. Okay. Ich hätte die Frage, nein, ich fahre nicht dort rein, das ist eine Sackgasse. Okay. Bleib mal weiter hier auf der Route. Und nicht dahin möchte. Soll ich hier nach dem Tafelberg über die Savanne laufen, beziehungsweise dort ist ein Fluss. Den können wir da auch noch ein paar Meter folgen. Ach, in den Steppen hier, das spawnen die Lamas ja auch, stimmt. Lamatastisch. Hier sind auch Esel. Und hier hinten ist der Weg für mich vorbei. Zack. Und das Boot ist da. Zack. Und weiter geht die wilde Butterfahrt hier. Gehen Orientaria. Und da hinten ist gerade eine Herde. Oh, ich habe gerade einen Nickanfall bekommen.
Es müsste auch jeden Moment wieder dunkel werden. In der wunderschönen Savanne. Schaut es nicht schön aus. Wunderhübsch. Ich verabschiede mich von dieser Folge und sage ciao, ciao, meine lieben Freunde. Bis zur nächsten Folge.